Hallo, ich bin Matthias Rackwitz von der Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald und habe eben bei der Königs Wusterhausener Polizei Strafanzeige gegen die Bundesregierung erstattet. Ich würde den Text der Strafanzeige mal kurz vorlesen. Hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen die Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland wegen des Verdachts von Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, und stelle Strafantrag wegen aller in Betracht kommenden Delikte. Die Geschädigten sind die Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland. Daher erstatte ich hiermit Anzeige wegen des Verdachts vielfältiger Verstöße durch die Bundesregierung oder einzelner ihrer Mitglieder. Grundlage sind die öffentlich zugänglichen Aufzeichnungen der Verabredung zur Möglichkeit eines Marschflugkörperangriffs Taurus auf dem von der Russischen Föderation auf das von der Russischen Föderation beanspruchtes Territorium, wie die sogenannte Krimbrücke oder rückwärtige Munitionsdepots durch Streitkräftevertreter der Bundesrepublik Deutschland und oder Angehöriger der Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland. Im Groben geht es um Verabredungen und Vorbereitungen zu einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg, um die Gefährdung des Bestands der Bundesrepublik Deutschland und um einen Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.